So, und jetzt muss ich mir erstmal was zu essen machen, denn ich habe Hunger. Hunger! Und wir nehmen unser Schnitzel, das wir noch in der Kühltruhe hatten. Lecker, schmecker. So, unser kleiner Bauernhof. Meine kleine Farm, sag ich jetzt mal, die wächst und gedeiht. Jetzt möchte ich als nächstes Fackeln machen, damit ich hier auch die Hüllen unten drunter ausleuchten kann. Denn die Gefahr von unten will ich nicht auf Dauer haben. Hey. Voll der Fail. Okay, wir gehen mal hier lang und schauen mal, was sich hier unten verbirgt. Hier geht es in der Höhle, ja. Oh ja, das nennt man eine Höhle. Aber hier ist ja nichts mehr. Na gut. Erste Challenge bewältigt. So, dann geht's weiter in die andere Richtung. Ich überlege mir gerade, ob man sich den Graben zu irgendwas zunutze machen kann. Hey, Lisa, bist es du? Ja. Ich hab dich auch lieb. Komm, ich mach dich nackig. Oh, es wird dunkel. Komm, Lisa. Ich muss dich retten. Komm mit. Komm mit mir. Komm. Nicht du, Ferkel. Du Schwein, du. Komm, Lisa. Schnell, schnell. Die Zeit drängt. Uns bleibt nicht viel Zeit. Hier bist du sicher. Mach die Tür hinter dir zu. Komm. Komm, komm. Komm rein. Kannst du nicht rein? Bist du ein Vampir? Muss ich zu dir sagen, dass du reinkommen darfst? Du darfst rein, Lisa, komm. Oder bist du gar nicht Lisa? Bist du ein Cyborg? Lecker. Komm rein. Du kannst ja gar nicht reingehen. Du bist nicht echt. Du bist ein Spion. Da hinten habe ich einen Enderman gesehen. Oh yeah, Enderman. Ich möchte jetzt gerne gegen einen Enderman kämpfen. Ich guck dich an, Enderman. Na, kommst du zu mir? Na, komm zu mir. Yeah, komm her, komm her, komm her. Schisser, Schisser, Schisser. Bist du denn Enderman? Oder hat das nicht überlebt? Anscheinend ist er gestorben. Na gut. Dann träume ich halt was Schönes. Okay, also die Bude ist noch ganz schön kahl hier, muss ich schon sagen. Müssen wir noch schön einrichten. Jo, und dazu, ich hätte gerne mehr Pfeile. Dann würde ich mich sicherer fühlen. Was machen wir denn als nächstes? Jetzt brauchen wir erstmal noch... Jetzt machen wir die Veranda fertig. Es wird Zeit, dass wir uns raussetzen können in die schöne Natur. Bei einem flauschigen Abendessen. Flauschiges Abendessen? Nee, gibt's ja gar nicht. In einer lauen Sommernacht lecker ist, lecker Fleisch essen und so. Nachdem ist mir jetzt. Es ist eh so kalt draußen.
Unvorstellbare Kälte hat es hier bei uns. Hier, zack, zack. Und wie groß machen wir denn die ganzen hier? Jetzt legen wir mal das, was jetzt freigeschaufelt ist, und schauen mal. Die Baupfusch, dass hier kein Holz ist, das ist nicht so schlimm. Das fällt keinem auf. Ich sag das ja auch keinem weiter, oder? Na gut, dann sind wir uns ja da einig. Als ich mich gerade gefragt habe, hat der Enderman überhaupt seinen Block gedroppt, den er in der Hand hatte? Oder hat sich einfach nur in eine fremde Dimension verpisst? Wo ihn keiner mehr schaden kann. Weil wir so wahnsinnig furchtbar gemein sind. Okay, dann halten wir das auch schon mal. Und jetzt müssen wir uns nur noch hier, wenn hier der Ausgang ist, dann haben wir hier. Zack, zack, zack. Und zack. Okay, wunderbar. Schön. Total pretty. Da machen wir es noch ein bisschen. Denn. Soll ja auch was bringen hier. Zack. Zack. Und zack. Wer hätte es gedacht? Lass mich mal aus der Ferne Impressionen holen. Ja. Dann schaufeln wir das aber auf jeden Fall hier noch frei. Denn es soll ja total natürlich aussehen. Da setzen wir jetzt eine Fackel runter und dann bauen wir das zu. Dann ist gut. Darf ich eine Fackel setzen? Komm bitte. Danke, sehr aufmerksam. Wenn hier Kinder reinfallen, das wäre das Höchste. Also. Soll ja nicht passieren. Haben wir gleich wieder einen BG-Fall. Okay. Dann haben wir das hier soweit. Sehr schön. So gefällt mir das. Und jetzt müssen wir natürlich hier auch noch Stufen hinmachen, denn sonst sieht es ja affig aus. Dann brauchen wir noch Half-Slabs. Ganz wichtig. Ohne die gehe ich nicht außer Haus. Hübsch.
Das gefällt mir so. Gut. Dann müssen wir gleich weitermachen. Gleich nochmal. Hier die Dingenskirchen. Habe ich noch Stäbe? Nein. Er geht sich genau auf. Und dann müssen wir eh schon wieder Holz kloppen. Denn wir haben keins mehr. Alles verbraucht. Sauerei. Es wäre toll, wenn wir auch noch diese Lianen hätten. Wie machen wir es denn? Also als allererstes mache ich jetzt hier mal eine Dreierbank her. Denn alles andere würde blöd aussehen. Dann können wir uns wenigstens schon mal hinsetzen. Im Sonnenaufgang zugucken. Im Sonnenuntergang. Aufgang müssen wir auf die andere Seite gehen. Dann schauen wir mal, was es uns Neues zu ernten heute gibt. Heute im Angebot Kürbis. Das und das und das. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer Knochen mitnehmen, denn es kann jederzeit sein, dass wir mal einen Hund treffen. Und dann freue ich mich schon, wenn der Dschungel kommt. Muhahaha, dann holen wir uns ein paar Katzen. So, Knochen haben wir gesagt, ja. Den finde ich da drin nicht, sondern hier. Oh, so 14, das muss ja reichen. Man weiß ja nie, was auf einen lauert oder so. Dann machen wir das hier rein. Die Kohle können wir auch reinnehmen. Beziehungsweise jetzt wollen wir noch die letzten Ecken ausleuchten. Und dann würde ich sagen, vergrößern wir unseren Farmbereich, denn schließlich wollen wir ja hier richtig große Action haben. Hallo? Ist hier noch jemand? Warum liegt denn hier Stroh? Da geht's aber tief runter. Ja, ich hab's gehört. Aber nicht schön. Aber ich würde vorschlagen, wir bauen das zu. Und dann können wir sagen, wir haben eine kleine Höhle hier. Bauen wir es mit dem zu. So. Ja. Brauchen wir jetzt nur noch eine Tür. Die wir uns nicht craften können, weil wir... Ja, das machen wir dann später. Hier könnte es zu dunkel sein. Hier bauen wir auch noch was hin. Aber dann sind wir hier schon mal auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass hier unten nichts... Und wir müssen eh abhauen. Wir haben uns eh in Lebensgefahr begeben. Hier war ja auch nichts, oder? Da hinten schauen wir dann nächstes Mal rein. Aber dazu soll, würde ich sagen, später mehr. Jetzt gehen wir erstmal in die Hayabubu. Bis morgen!